Exakt um 11.05 Uhr werden am 1. November die ersten Vollblüter auf die Galopprennbahn München gehen. Der Grund für die ungewöhnlich frühe Startzeit liegt in einer Live-Übertragung der ersten vier Rennen nach Frankreich. Für den Münchner Rennverein ist dieser Matinee-Renntag lohnend. Den ganz klaren Vorteil, die ersten vier Rennpreise werden übernommen von der PMU. Also nicht komplett, bis zu einem Betrag von 10.000 Euro, je nachdem wie die Rennen ausgeschrieben werden. Das hilft natürlich stark zur Finanzierung dieses extrem teuren Renntages durch das Gruppe 1 Rennen und das Auktionsrennen. Aber ist eine ordentliche, sehr, sehr gute Beigabe, die uns hilft, den Renntag zu finanzieren. Noch sind sowohl der Führing als auch die Tribünen und die Rennbahn in München-Riem menschenleer. Doch auch das zweite Gruppe 1 Rennen dieser Saison in München wird die Bedeutung des Galoppsports als zweitstärksten Publikumsmagneten nach dem Fußball zeigen. Ein Gruppe 1 Rennen zu haben ist besonders wichtig für jeden Rennverein. Dadurch darf sich der Rennverein als Premiumbahn bezeichnen. Der Nachteil ist der, dass es natürlich eine Stange Geld kostet, aber wenn man mitspielen möchte in der Champions League, dann braucht man eben ein Gruppe 1 Rennen oder zwei. Wir haben den einzigen Rennveranstalter in Deutschland, der zwei Gruppe 1 Rennen macht, und das ist die höchste Kategorie. Ich meine, wir haben eine fantastische Besetzung, da laufen vier Ausländer, das gibt es in Deutschland gar nicht, und das hat eine enorme Bedeutung. Also ich glaube, je besser der Sport ist, desto größer ist die Aufmerksamkeit. An Allerheiligen entscheidet sich in München, wer Sieger in der German Racing Champions League wird. Zu dieser Serie gehört auch das mit 155.000 Euro dotierte Gruppe 1 Rennen Bayerische Hausbau Großer Preis von Bayern. Darin treffen die deutschen Stars auf vier Beinen auf internationale Top-Galopper aus England und Frankreich. Es ist immer spannend und man will ja wissen, wer gewinnt, wer ist der beste Pferd, wahrscheinlich Ikidos, wer ist der beste Trainer, der beste Jockey. Wobei ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube, durch die fantastische Besetzung des Rennens diesem Jahr mit diesen drei Ausländern, außer mit den drei Engländern und Franzosen, verschwindet selbst die Champions League das Finale ein bisschen hinter der Qualität des Feldes. Der Münchner Trainer Michael Figge richtet seinen Blick auf eines der anderen sieben Rennen. Zweiter Höhepunkt ist das BBAG-Auktionsrennen für zweijährige Pferde. Es geht um 52.000 Euro und der Trainer schickt zwei Pferde ins Rennen. Der Hengst heißt Amiro. Der hat sich letztes Mal ganz gut präsentiert in Düsseldorf und wird von dem gleichen Jockey Alex Peach geritten. Das ist auch ein ganz guter Vorteil, wenn ein Reiter ein junges Pferd schon mal geritten hat. Und die Stute, die da noch mitläuft im Auktionsrennen, ist die Queen Josephine. 2018 war bisher ein starkes Jahr für den Münchner Rennverein. Der nicht enden wollende Sommer bescherte an den absolvierten sieben Renntagen mehr Zulauf und Wettumsatz. Kann ich mal sehr Erfreuliches nennen. Der Umsatz auf der Bahn ist weit über 6% gestiegen. Und wir haben 39,58% mehr Eintrittskarten als im Vorjahr verkauft. Also die Zahlen stimmen und sind sehr, sehr gut. Die Saison ist noch lange nicht vorüber. Zwei Renntage sind noch angesetzt. Der erste davon startet an Allerheiligen um kurz nach 11 Uhr.